Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Dragon Age Inquisition. Ich bin Dennis oder Classvalpi und vorweg, es ist viel zu heiß für alles, aber ich muss trotzdem aufnehmen. Also mache ich das jetzt. Ja, ihr seht, glaube ich, auch, dass ich hier die Statuen geändert habe. Anscheinend kann man sie untersuchen. Die Frauen aller Kriege. Zur Katalogisierung der Himmelsfeste 4 Statuen mit Chastened Einfluss. Uff, ganz viel Text. So. Okay, wenigstens waren alle 4 nicht ein. Oh Gott, noch mehr Statuen zu untersuchen. Wenigstens waren nicht jede Statue von denen einzeln, aber hier ist noch eins. Kriegshunde, restaurierbar. Gute Arbeit, solider Stein. Okay, Getzi hat die eingeschätzt. Uff. Ja, und ich habe vergessen zu sagen, was wir heute machen. Wir versuchen, beziehungsweise ich werde versuchen, aber ihr seid ja dabei. Deswegen sage ich immer gerne wir. Wir werden versuchen, das Haus der Ruhe zu besänftigen. Ha, ha, ha. Und wenn das nicht klappt, dann löschen wir das Haus auch aus. So wie Liliana es vorgeschlagen hat. Und wir haben einen Inquisitionsboni bekommen. Das ist gut, denn jetzt kann ich wieder auswählen, was ich möchte. Was heißt, dass es wieder länger dauert? Jeden, ich glaube, das ging auch rückwärts bezogen. Adel und Politik. Freunde in wichtigen Positionen. Besondere Angebote. Nee. Ich meine, dieses Adelswissen ist auch gar nicht so schlecht. Neue Dialogoptionen. Vor allem jetzt so in Richtung mit der Kaiserin und so. Ich nehme das mal. Okay. Dann gibt es noch ein paar Berichte abzuholen. Hat das funktioniert? Scheint gut gelaufen zu sein. Und es geht natürlich immer weiter. Andauernde Forschungen. Einige Tiere in der Region mit geschlossenen Rissen zeigen eine geringere Zahl veränderter Verhaltensweisen, doch die Ergebnisse sind inkonsistent. Okay. Das andere war ja ein Ferelden. Pflicht oder Wahrheit? Meine liebste Josephine, ich habe die Nachricht von den Moria, Moray, keine Ahnung. Besuch an einige einflussreiche Parteien weitergegeben. Ihr spielt so exquisit wie immer, meine Liebste. Ich kann es kaum erwarten, den nächsten Zug zu sehen oder seinen nächsten Zug zu sehen. Grüßt mir eure Eltern recht herzlich. Okay. Genau, das Wohlwollen des Richters gewinnen. Das machen wir jetzt als nächstes. Brauchen einen Richter in Olé. Warum auch immer wir dann in Ferelden das zu machen haben. Einige Speer und Offiziere. Einige Soldaten. Wir stehen Gut. euch zu Diensten. 17 Minuten dauert das Ganze. Derzeit muss ich irgendwas machen. Was können wir denn noch machen? Wie wär's denn mal mit den richtigen, die Reparationen zu leisten? Ja. Okay. Wir könnten Männer entsenden. Ja. Klingt gut. Inquisitor. Tigen, vor allem. Oh, Tigen. Die verschwundenen Sucher aufspüren. Kanister und das nichts. Ein Angebot der Krähen, das sollten wir mit Liliana begegnen. Krähen in Antiva, Meuchelmörder, bla. Ganz viel Text, wie immer. Zusammenarbeit mit den Krähen von Tieren wäre zu unserem Vorteil. Sie wissen mehr über Enzo und wir gewinnen Kontakt für den Fall, dass wir in Zukunft ihre Hilfe brauchen. Dann wollen wir doch mal sehen. Dann wollen wir doch mal sehen. Das klingt gut. Das war's aber jetzt erstmal damit. Und bis das da erledigt ist mit dem Richter, können wir uns ja mal umhören. Vielleicht haben unsere Gruppenmitglieder ein paar Kommentare zu den Geschehnissen. Mal gucken.
Varric stimmt auch zu. Das klingt immer gut. Und gleich zustimmt. Hallöchen. Na? Was kann ich für euch tun? Besonderes? Ich glaube, das haben wir aber schon mal gefragt. Ich klicke es einfach mal an. Sag mir die Wahrheit, Varric. Denkt ihr tatsächlich, ich wurde von Andraste geschickt? Scheiße. Jetzt wird's heikel. Ich schätze schon. Entweder ihr werdet von einer höheren Macht gelenkt, oder ihr habt verfluchtes Pech. Keine anderen Möglichkeiten? Warum sind das die einzigen Möglichkeiten? Seht euch die ganze Scheiße an, die euch widerfahren ist. Ihr habt eine Explosion überlebt, die einen Berg weggesprengt hat. Und seid aus dem Nichts gefallen. Ihr seid durch die Zeit gereist. Ihr habt euch einem der alten Magister gestellt, denen wir die Verderbnisse verdanken. Ihr wurdet unter einem Berg begraben. Und ihr lebt noch. Habt eine Armee von Dämonen aufgehalten. Wow. Eines dieser Dinge wäre unmöglich gewesen. Aber alle zusammen, das ist ein Wunder. Ich habe also göttliches Pech. ist witzig. Okay, er zählt also alle Sachen auf, die wir schon gemacht haben. Interessant. Das heißt, ihr haltet mich wegen meiner unfassbaren Pechsträhne für Andrastes Herold? Wenn ihr Andrastes Geschichte kennt, wisst ihr, dass Pech irgendwie ihr Ding ist. Also es passt doch ganz gut eigentlich. Gucken wir mal, ob was mit Solus ist. Mein Lieber? Mein Lieber ist auch gut. Reisen? Ich wüsste gerne mehr darüber, was ihr bei eurer Erkundung des Nichts gesehen habt. Ich stehe euch gerne Rede und Antwort. Hören wir uns mal wieder was an. Erzählt mir von alten Ruinen. Erzählt mir von den alten Ruinen, die ihr erforscht habt. Einmal stieß ich in der Korkari-Wildnis auf eine bescheidene Hütte, weit entfernt von den einfachen Chasin-Stämmen. Weder hatten Bäume und Gräser die Hütte überwuchert, noch wagten die Chasin, sie zu betreten und den zurückgebliebenen Plunder zu stehlen. Sie war leer, seit langer Zeit verlassen, und doch fürchtete die Welt, ihre Bewohnerin könnte zurückkehren. Das ist ja eigentlich merkwürdig. Erzählt mir von Erinnerungen. Erzählt mir von den alten Erinnerungen, die ihr im Nichts gefunden habt. Einmal sah ich eine junge Kunari, die in einer einfachen Küche arbeitete und wie jeden Morgen einige Laibe Brot buk. Bei jedem Laib, den sie buk, brach sie die Regeln, indem sie heimlich eine Prise Zucker in den Teig knetete. Und dieser bescheidene Akt der Rebellion zauberte ein strahlendes Lächeln auf ihr Gesicht. Sehr krass. Vor allem buk. Also das habe ich... Ich meine, das ist die Vergangenheitsform von Backen, aber... Wow, das habe ich noch nie gehört. Erzählt mir von einem Geist, den ihr getroffen habt. Einmal traf ich einen uralten Geist, der einst der unangefochtene König beinahe aller Länder war, die ich bis dato besucht hatte. Ebenso wie Stolz oder Zorn war er die Reflexion eines Gefühls. Als ich ihn jedoch fragte, für welches Gefühl er stehe, zögerte der Geist. Sie haben es vergessen, sagte er. Es gibt kein Wort mehr für das, was ich war. Ha, das ist ja komisch. Wir unterhalten uns später. Aber alles sehr interessant. Es gibt kein Wort mehr dafür, für das, was er einst war. Tja, ich könnte jetzt rätseln, aber es gibt das Wort ja nicht mehr, also lohnt sich das nicht. Was habt ihr auf dem Herzen? Okay. Ich sollte gehen. Versucht nicht irgendjemanden ohne mich zu erschlagen. Ach, niemals. Doch nicht ohne dich. Nicht ohne euch. So. Vivienne, da wird auch nicht viel los sein. Wir müssen erstmal weitere Sachen mit ihr machen. Ja. Denkt ihr mir bei... Warum können wir das eigentlich immer noch machen? Ich meine, irgendwann muss der Herold doch mal sagen, na, ich habe jetzt keine Lust mehr, das zu fragen. Es wäre auch witzig, wenn er so plötzlich so einen Kommentar ablässt von wegen, nein, das mache ich nicht. Drachendrüsen. Oh, wir haben mal wieder... Oh, da ist der Rest, der entfernt wird. Über das Befinden eurer kleinen Freunde. Kleine Freunde im Sinne von ihren Untergebenen. Noch was Neues bei ihr? Hey, das... Ich hatte bisher keine Gelegenheit, es euch zu sagen, aber... Willkommen zurück in der Himmelsfeste. Hat sie das nicht Nach dieser gesehen? Schrecklichen Reise durch das Nichts... Ist es doch sicherlich ein gutes Gefühl, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben, oder? Ja,
Irgendwie schon, es war schon sehr unangenehm in nichts. Ich bin dankbar, wieder zurück zu sein. Niemand sollte das Nichts körperlich betreten. Und ihr habt es inzwischen sogar schon zweimal getan. Soll ich euch dafür beglückwünschen oder bedauern? Irgendwas Neues? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Im Moment gibt es nichts zu berichten. Okay. Ich überlasse euch wieder eure Arbeit. Dann springen wir mal wieder ganz runter, wenn es mich lassen würde. Nope, ich springe natürlich genau darüber, wo die Käfige mich blockieren. Autsch, aber das kam so ein bisschen verzögert. Der Schrei. Ist Cullen nicht auch hier? Oder ist der diesmal woanders? Hallo? Inquisitor? Falls ihr den Kommandanten sucht, er wollte zu einer Unterredung mit Sucherin Pentagast. Dankeschön. Das würde ich jetzt aber gerne mal wissen. Wo sind die und worum geht es? Okay. Durchsetzungsvermögen. Gucken wir mal. Hm? Das ist jetzt aber merkwürdig. Muss ich sie vielleicht nochmal ansprechen? Nein. Finde heraus, warum sie sich treffen. Aber keine Markierung. Die Soldaten machen mich nervös. Sie sitzen hier rum und werden immer gereizter. Es kam auch schon zur Auseinandersetzung. Einer der Soldaten hat bei einem Streit sogar an seinen Gürtel gegriffen, als wolle er einen Dolch ziehen. Was? Zum Glück hatte er ihn verloren. Sonst wäre es wohl kaum bei einer blutigen Nase geblieben. Verloren. Ach ja, ich glaube, ich weiß, wer dahinter steckt. Der gute Freund Cole. Wo treffen die beiden sich, ist meine Frage. Vielleicht weiß Blackwall irgendwas? Beschäftigt euch etwas? Erzählt mir von den Wächtern. Gibt's noch irgendwas zu erzählen? Lasst uns über die grauen Wächter reden. Ihr müsst viel über sie wissen. Ah, die Wächter also. Ich fürchte, wir sind weitaus weniger spannend, als es den Anschein hat. Nee, das kennen wir, oder? Den Ruf? Habt ihr den Ruf auch gehört? Ich weiß, was Korypheus ist. Er hat keine Macht über mich. Ich glaube, das haben wir aber Wie schon Wie werden gefragt. Die Wächter mit einem Erzdämon fertig? Die kurze Antwort? Man durchbohrt ihn mit Schwertern, bis er sich nicht mehr bewegt. So einfach kann es doch nicht sein. Die Wächter kommen in sämtlichen Geschichten vor. Wenn es so einfach wäre, könnte es jeder tun. Nein, es ist tatsächlich so einfach. Nur weil der Erzdämon magisch ist, heißt das nicht, dass er nicht mit Schwertern getötet werden kann. Warum sagt er das? Es muss nur das Schwert eines grauen Wächters sein. Der Todesstoß an sich ist nicht das Problem, versteht ihr? Die eigentliche Frage ist, wie man den Drachen so weit bekommt, dass er verwundbar wird und tatsächlich getötet werden kann. Und ich fürchte, darauf gibt es keine kurze Antwort. Lasst uns diese Unterhaltung ein andermal fortsetzen. Wie ihr wünscht. Ich bin hier, wenn ihr mich braucht. Okay. Ich muss da jetzt mal wirklich herausfinden, ist das vielleicht hier oben? Ach, guck mal, da ist ein Fragezeichen. Das sollte mir wohl helfen. Hm? Bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass das die richtige Richtung ist. Ich bin froh, dass ich mit dir und nicht mit denen arbeite. Mit wem? Assassinen? Templer? Magier? Magister? Jetzt kommt der Elfen. Nein, weder noch. Schwestern? Adlige? Händler? Beamte? Elfen, du Das ist wieder diese Unterhaltung. Oh Gott. Diese Legspikes, die gefallen mir nicht. Es lädt irgendwas immer. Durch die Hitze ist, glaube ich, auch mein Computer so ein bisschen am Rande des Wahnsinns. Aber naja. Ihr habt mich um meine Meinung gebeten und ich habe sie euch mitgeteilt. Erwartet ihr etwa, dass ich sie wieder ändere? Ich erwarte, dass ihr euer Wort haltet. Es ist grauenhaft. Ich kann... Ihr habt so wenig Vertrauen in euch selbst. Ich weiß, worum es geht. Das alles ist sinnlos, wenn ich nicht fähig bin, meine wenigen verbliebenen Eide zu halten. Ist es euch wichtiger, das Gesicht zu wahren, als zuzugeben? Hallöchen. Wir werden uns später darüber unterhalten. Und da sagen die Leute, ich wäre verbohrt? Das ist lächerlich. Hallo, Budi. Hat euch Cullen erzählt, dass er kein Lyrium mehr nimmt? Er war fest entschlossen. Ich finde es auch tapfer. Und ihr solltet vielleicht auch auf ihn aufpassen.
Das klingt irgendwie so ein bisschen übertrieben. Er war auf jeden Fall fest entschlossen. Es schien ihm äußerst wichtig zu sein. Es ist keine Entscheidung, die man leichtfertig trifft. Nun jedoch, Cullen hat mich gebeten, einen Ersatz für ihn zu finden. Ich habe abgelehnt. Es ist nicht notwendig. Abgesehen davon würde es ihn vernichten. Und das, nachdem er so weit gekommen ist. Warum wusste ich nichts davon? Warum hat er sich nicht an mich gewandt? Wir haben lange, bevor ihr zu uns gestoßen seid, eine Vereinbarung getroffen. Als Sucherin konnte ich die Gefahren einschätzen. Meinte, wir können ihn umstimmen? Können wir irgendetwas tun, um ihn umzustimmen? Wenn jemand es kann, dann ihr. Die Magier haben offengelegt, was sie erleiden mussten. Die Templer hingegen haben das nie getan. Sie sind mit Geist und Seele an den Orden gebunden. Und es gibt immer jemanden, der ihre Leine aus Lyrium in der Hand hält. Cullen hat die Chance, sich von dieser Leine zu befreien, um sich selbst und allen anderen, die es wollen, zu beweisen, dass es möglich ist. Er kann es schaffen. Das wusste ich schon, als wir uns in Kirkwall begegnet sind. Redet mit ihm. Entscheidet, ob jetzt der richtige Zeitpunkt dafür ist. Okay.